So, da sind wir wieder bei Let's Play Abenteuer auf der Lego-Insel. Und jetzt können wir mit Pepper weitermachen. Hui, ich bin der Blitzer mit der Pizza! Sieh dir das mal an! Perfekter Winkel! 45 Grad! 90 Grad! 45 Grad! Ich habe mehr Grad als ein Thermometer! 10 Grad, mehr gerade als ein Akademiker. Hier kommt Professor Steinstark. Er skatet, Mongo-footet. Alles unter Kontrolle. Pepper, der ist echt scharf. Das bin ich. Und jetzt bist du Pepper. Willkommen auf der Lego-Insel. So, jetzt mache ich erstmal alles abseits von der Pizza. Auweia, ja! Der Punktewürfel! Du... Das sind... zwei oder drei Rennen. Und noch ein paar andere Sachen, ne? Mit Pizza muss ich als letztes machen, weil sonst ist ein Problem. Jetzt kannst du ein richtig heißes Board. Ruhe. Ja, das ist toll, wenn man nicht weiß, auf welchen Punkt man klicken muss. Das heißt dann nicht mehr klicken, sondern Button Smashing. Und jetzt geht das Problem wieder los. Ingenieur, das ist der Direktor. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ingenieur, na, egal. Ich setze mir diese Kappe auf. Wow, und schon bin ich zu allem bereit. Wow. Hallo, willkommen. Du bist wohl hier, um ein Platz zu bauen. Wenn dir das nicht passt, Ruhe. Alles ab. Also, das funktioniert so. Mit diesem Hebel bewegst du die Rückseite, so kommst du leicht an die Teile ran. Anklicken und überziehen. Nicht über den Tisch ziehen. Du weißt schon, was ich meine. Und sieh dir bloß mal die Farben an. Was? Und dieses große Teil sorgt bei deinem Selbstspiel für einen großen. Tja, und wenn du fertig bist, schickst du einfach das Dreieck an. Dann bringt jemand deinen Jetski nach draußen und du kannst in der Bucht so richtig abfetzen. Echt super cool. Hey, ich schwör's ab. 6 Steine hohe Wellen hat's draußen. Bis dann. Ja, bis dann. Und fertig. Grand Prix reifes Gefährt. Ging schneller als der Hubschrauber. Absoluter Wahnsinn. Okay, wir bringen's nach draußen, damit du dich in die Wellen stürzen kannst. Cool. So. Absolut abgefahren. Das Rennen beginnt, wenn du die Boje davon erreichst. Vorerst kannst du hier ein bisschen rumplanschen. Ciao. Ja. Jetzt müssen wir den richtigen Anklickpunkt finden und dann kommt das Jetski rein. Wenn es da überhaupt einen Punkt gibt, den man anklicken kann. Komme ich eigentlich irgendwie auf diese Insel hier? Ja. Kann ich von hier hinten nicht anklicken? Ha. Ja, man muss irgendwie Probleme ja halt lösen. So. Und jetzt geht's ans Jetski-Rennen.
Aber erstmal muss es laden. Ich muss nur Erster werden. Und die Anzeige ist auch nicht so ganz richtig. Weil gelb sind die anderen und grün bin ich und... Naja, die sind so halb vor mir. Oder auf gleicher Höhe. Das passt irgendwie nicht ganz. Achso, da lang. Ah. Ja, man muss zwei Runden, glaube ich, fahren. Mit dem Jetski und dann hat man es geschafft. Ja, hier ist schon erste Runde vorbei und auf geht's in die zweite. Und ich lieg vor denen, aber die holen immer irgendwie auf, obwohl ich sie nicht sehe. Gleich über. Ja, wo sollen die auf gleicher Höhe sein, wenn das nur sowas ist hier? Beispiel. Das passt nicht irgendwie nicht ganz. Und Ziel gewonnen. Hoho, Wahnsinn! Das ist der absolute Wahnsinn! Wie du dich da hinten in die Kurve gelegt hast. Echt clever. Und der Hai ich verleihe für den ersten Platz offiziell den roten Stein. Glückwunsch. So. Jetzt haben wir Platz 1. Hey, was denn da los? Willst du ein PWF bauen? Ach, du weißt schon, persönliches Wasserfahrzeug. Nein, Jetski. Bin gerade erst am Strand gewesen. Steinstarke Wellen. Allerdings habe ich etwas Sand an die Kappe bekommen. Ups, ich muss wohl besser aufpassen. Da ist das also, cool. Weißt du, was das ist? Damit kannst du dir einen Jetski bauen. Entscheide dich dafür, wenn du einen willst. Hä? Ich hab doch schon einen. Jetski, du bist ein Vogel. Skateboard. Pizza ist das letzte, was wir machen. Ich weiß, dass es noch Krankenhaus gibt. Gab es hier auch irgendwas? Hey Schätzchen, was führt dich denn hierher? Ich wette, du wolltest dir die 7 Wunder der Lego-Insel ansehen. Tja, das sind wir. Wir haben rund um die Uhr 7 Tage die Woche geöffnet. Und aus irgendeinem Grund werde ich nie müde. Weil ich ein Nervenbündel bin. Also wenn du einen Wagen bauen willst, geh einfach rein. Die erste Tür rechts. Falls nicht, geh trotzdem rein. Bubi wird vor Freude ganz von den Steinen sein. Du musst mir meine Wortspiele verzeihen. Ich übe für den Talentwettbewerb der Lego-Insel. Ah, da gehen wir dann rein. Oh. Gut. Was hatte sie denn vorher auf? Ist mir jetzt auch egal. Machen wir das hier. Ich hab letzte Woche den Kopf verloren. Da hat mein Oh, hallo, ich hab dich erst gar nicht gesehen. Jetzt sehe ich dich und ich bin froh, dass du da bist. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Stein steht. Ausgerechnet heute fallen alle Steine aus der Reihe. Oh, das ist ernst, sehr ernst. Da muss ich überall einen Krankenwagen hinschicken, aber keiner meiner Fahrer ist verfügbar. Weißt du was? Du kannst das machen. Du kannst den Krankenwagen fahren. Warum ist mir das nicht gleich eingefallen? Na, bisher lag auch kein Notfall vor. Nimm Enter und Return mit. Die wissen, was zu tun ist. Enter, Return. Ich brauche euch. Schon da! Und raus! Aua! Hey, das gehört mir! Nein, das ist meins! Seit wann trägst du diese Farbe? Keine Bange, die regeln das schon. Die schaffen das immer. Vergiss nicht, die passende Kappe mitzunehmen. Der Krankenwagen steht draußen. Übertreib es nicht mit der Sirene, Pepper. Wir würden gern unser Gehör behalten. So. Das brauchen wir unbedingt. Und das ohne den Hai geht. Ohne den Hai geht's nicht, ja. Ich hoffe, es ist genug Platz für den Baum.
Und wenn's heiß wird? Und wenn wir was verschicken wollen? Ja, so viel unnötiges Zeug eigentlich. Auf der Karte den kürzesten Weg. Die Reihenfolge ist egal, es muss nur schnell gehen. Wenn du am Einsatzort ankommst, wird dir jemand sagen, was zu tun ist. Muss ich nicht hier irgendwie hin? Ach nee. Wie waren denn die beiden Orte? Da ist irgendwo was. Los, schnell! Da ist jemand am Ersticken! Oh, Kraus! Los, jemand muss ihn anklicken! Schnell! Oh, ups! Oh, das ist... Oh, oh! Das steht nicht auf der Karte! Wenn wir den nicht retten können, bringen wir ihn morgen als Tagesmenü auf die Karte. Ja, und jetzt glaube ich eine Katze und... Wir sollten ein Schild anbringen. Tiere müssen draußen bleiben. Mann, hier kommt man ja kaum zum Schlafen. Lass ihn bloß nicht fallen! Du meinst so wie den anderen. Was ist denn mit dem passiert? Um wen geht's? Ich spreche von dem anderen. Wir haben ihn fallen lassen. Lass ihn bloß nicht fallen! Lol. Lass ihn nicht fallen wie den anderen. Mach schon, es gibt viel zu tun. Wenn du mich brauchst, findest du mich auf dem Golfplatz. Wo ist er überhaupt? Nicht wie den anderen. Welchen anderen? Ne, wen meinst du? Den anderen. Ach, den haben wir fallen gelassen. Das ist schon Shins bei. Du bist noch nicht zu spät, noch ist niemand abgestürzt. Hey, du siehst doch diesen Papagei da. Wir müssen wohl seinen Schlaf gestört haben oder sonst was. Jedenfalls greift er uns dauernd im Sturzflug an. Du musst jetzt mit deinen Clowns hier drüben die Trage unterm Dach bereithalten, falls mein Partner abstürzt. Dann musst du sofort mit ihm zum Arzt, denn dieser Papagei da blickt schon sämtliche Steine raus. Versuch das in dreifacher Geschwindigkeit. Nicht, dass du es ohne Hilfe nicht schaffst, aber ich kann mir einfach nicht helfen. Du solltest das Tor da oben anklicken. Wenn dann der Maler runterfällt, können Return und Enter ihn auffangen. Das Tor, der rot gestreifte Stein auf der Straße. Ach, du hast das ja schon gewusst. Sorry. Tschüss. Ja. Schreiber. Ah, okay. Dann mal ab nach Hause. Nein, nicht zu mir nach Hause. Das sagt man nur so. So. Das erledigen wir jetzt, danke. Ich habe mein Lebtag noch keine so gute Leistung gesehen. Du bist gefahren wie ein Formel-1-Ass. Ich sollte aber wohl besser wieder in meine Praxis. Warum heißt das eigentlich so, wo ich doch theoretisch gar keine Praxis mehr nötig habe? Ich bin doch schon Arzt. Das ist direkt eine Beleidigung. Weiß gar nicht, was die wollen. Tja, jetzt gehe ich nochmal da oben rein. Eigentlich wollte ich da oben rein. In das Ding. Hey, lass mich da rein. Na gut, dann eben nicht. Aber ich laufe jetzt noch. Ist hier vorne. Ich meine nämlich, ich muss hier was machen. Und hier sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin euer MK Indiana Jones.